Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Golden Bodies Personal Training. Ich habe jetzt gerade vorher ein Live-Q&A auf Instagram gemacht, wie wir das jeden Sonntag machen. Also ihr könnt mir jeden Sonntag eure Fragen stellen und ich probiere möglichst viele davon zu beantworten. Und es ist so ein bisschen um Körpertypen gegangen und Fettverbrennung, Fettabbau sowieso. Und ich habe dann gemerkt, ich würde eigentlich noch gerne ein Video dazu machen, dass ihr vielleicht ein bisschen verstehen könnt, warum jeder Mensch anders ist und für euch möglicherweise etwas gar nicht funktioniert, was für eure beste Freundin aber funktioniert. Also, ich habe heute im Verlauf des Morgens ein Video gesehen von einer, die von der Jessica Alba die Ernährung wie auch den Sport kopiert hat. Ich glaube, es war für eine Woche gewesen und sie hat einfach so ein bisschen aufgezeigt, wie das ist. Jetzt. Das ist der Grund, wieso dass ich Jessica Alba gerade als Beispiel nehme. Weil, ich glaube, das ist einfach noch spannend. Jetzt. Jessica Alba, wer kennt sie nicht? Ich könnte auch noch schnell googlen, einfach, dass ihr so ein bisschen seht, wie sie aussieht. Sie ist 40, gerne schlank, sehr fit, hat, glaube ich, 3 Kinder, wenn ich mich nicht täusche. Und ich würde sagen, sie hat eine sehr schöne Ausstrahlung und eine enorme Lebensfreude. Also ich glaube schon, dass sie so ein bisschen als Vorbild fungiert. Und ich habe mir dann so ein bisschen überlegt, wie viele Mädchen und Frauen da draussen schauen das Video und denken sich, wow, ich will auch so aussehen, ich mache es genau so. Und das ist eigentlich so ein bisschen mein Grund, wieso ich jetzt das Video mache, weil ich euch sagen will, dass das womöglich ein riesen Schuss hinten raus sein könnte. Also, was man in diesem Video gesehen hat, ich weiß natürlich nicht, ich muss sagen, ich bin selber nicht recherchieren, was Jessica Alba ist. Aber die haben ja das Video darüber gemacht und darum, ich nehme jetzt einfach mal die Ausgangslage. He? Aber ich lege die Hand nicht dafür ins Feuer, dass die Aussagen alle richtig sind. Jedenfalls, was man dort dann so ein bisschen sieht, ist, dass sie vor allem low carb ist, sehr fettreich, aber gesunde Fett. Sie isst zwar teils Kohlenhydrate, aber das Einzige, was ich jetzt gesehen habe, ist über Gemüse, Früchte und so ein bisschen Herdöpfel. Und es ist sehr gesund und ausgewogen und ab und zu aber auch so ein bisschen Soul Food. Also eigentlich wirklich sehr ausgewogen, das muss man schon sagen. Jetzt nehmen wir dich. Du bist womöglich Mutter mit 3 Kindern. Absolut unzufrieden mit deinem Körper und denkst dir, wieso schafft Jessica Alba das und ich nicht? Was muss ich für ein schlechter Mensch sein? Wie undiszipliniert muss ich eigentlich sein, dass ich das nicht auch anbringe? Der Unterschied zwischen dir und der Jessica Alba ist womöglich, dass sie, ich kann es nicht bezeugen, gell? Ehrlich, einen Koch könnte haben. Sie hat ganz sicher einen Personal Trainer. Ich weiss, dass sie eine Ernährungsberaterin hat, anhand von diesem Video. Sie wird wahrscheinlich eine Nanny haben. Sie wird einen Job haben, wo sie vielleicht, wie kann man das richtig sagen, nicht auslastet, aber wo sie teilweise wahrscheinlich auch sehr viel zu Hause sein kann und dann wieder nicht. Und ich denke nochmal einfach rein anhand von ihrer Figur her, ich muss es wirklich so sagen, ich weiß es nicht, denke ich, dass ihr Stresslevel nicht allzu hoch ist. Und zwar aufgrund von dem, weil sie wahrscheinlich sehr viele Leute um sie herum hat, die organisieren, die eben vielleicht auch auf die Kinder aufpassen, die am Haushalt schauen, dass sie eigentlich die Rolle kann übernehmen kann, sie muss oder will. Also das heisst, eben, sie ist eine Schauspielerin, ich weiss keine Ahnung, wie viele Aufträge das sie noch hat. Aber dass sie eigentlich kann das umsetzen kann für das, wo sie halt dann auch Geld verdient und wo ihre Passion ist. Und jetzt musst du sehen, du möglicherweise 3 Kinder heim, der Mann ist 100% am Arbeiten, kommt zwischen 6:30 und 7 heim, 2 von deinen Kindern gehen schon in die Schule, das dritte geht also auch nicht in die Spielgruppe, es müssen alle am Morgen früh parat sein. Du musst noch den Haushalt erledigen, du musst aber bis am Mittag auch wieder gekocht haben, dann musst du noch eingekauft haben. Du musst überall betten, überall aufräumen. Du kommst wahrscheinlich nicht einmal dazu, um dir selber zu schauen. Und dann müsstest du noch Low Carb essen. Und das funktioniert einfach nicht. Und das ist der grosse Unterschied. Eigentlich ist das, was ich euch mit diesem Video sagen will, ist, der Unterschied ist, dass bei so jemandem
alles so strukturiert ist, dass sie eigentlich nur noch, ich würde jetzt sagen, so ein bisschen vielleicht funktioniert und einfach kann die Schritte so ein bisschen abhökeln. In unserem Leben, in unserem normalen Leben, ist das aber nicht der Fall. Wir verdienen auch nicht Geld so. Das muss man vielleicht auch noch sagen. Ich meine, so jemand verdient Geld. Ihr Körper ist Kapital. Und darum ist das so wichtig. Also ich muss auch sagen, ich tue das überhaupt nicht verurteilen. Aber das muss man vielleicht einfach sehen, wenn man sich vergleicht mit so jemandem. Und genau das Gleiche gilt übrigens für all die Influencer, die man vielleicht auch mit so grossen Augen anschaut. Das ist denen ihr Kapital. Alles, was die machen müssen, ist gut ausgesehen. Also nicht, und das ist nicht eine Unterstellung, aber das ist das, was sie können oder machen müssen. Und darum funktioniert das halt auch, wie es funktioniert. Und das kann man aber nicht vergleichen mit jemandem, der 100% muss arbeiten muss, der eben womöglich Mutter ist, der Verantwortung trägt, der muss ständig auf den Sack sein und einen mega Stress hat. Das geht nicht. Das kann man wie einfach nicht miteinander vergleichen. Wenn du jemand bist, der vielleicht selbstständig ist, ich sage jetzt einfach wieder etwas, gell? Du hast eine Blumenboutique, das ist deine absolute Passion, dein Mann verdient genug Geld, damit du nicht angewiesen bist, was in dieser Blumenboutique einkommt. Du gehst vielleicht deine Blumen sogar selber auf dem Feld nach pflücken und verkaufst die so. Dann musst du auch nicht tonnenweise Kohlenhydrat essen, weil deine ganze Base wahrscheinlich so runtergefahren ist, dass es ganz eine andere Voraussetzung ist. Okay, also das heisst, je weniger Stress das du hast, desto weniger Kohlenhydrat brauchst du. Je mehr Stress das du hast, desto eher tut dein Körper halt auch Glucose verbrennen und desto eher braucht er die Kohlenhydrat. Und darum ist es wahrscheinlich schon bei vielen von euch vorgekommen, dass ihr irgendeine Low-Carb-Diät gemacht habt und es hat hinten und vorne nicht funktioniert. Ihr habt nicht mehr schlafen, ihr seid mega gereizt gewesen, immer Hunger gehabt, vielleicht auch so ein bisschen emotional, sensibel. Und das ist der Grund. Und es liegt nicht daran, dass ihr nicht diszipliniert seid, sondern euer Körper kann in diesem Moment einfach nicht so funktionieren. Und was mega spannend ist, ist, wenn ihr zum Beispiel noch mal beobachtet in den Ferien. Ich muss sagen, ihr kennt es wahrscheinlich anders, aber so wie ich es beobachte, nehmen viele Leute in den Ferien sogar ab. Weil sie haben weniger Stress. Also ich muss vielleicht sagen, es gibt zwei Formen. Es gibt die, die in die Ferien gehen und sich einfach komplett gehen lassen, die denken, ich habe für das gezahlt und darum muss ich jetzt da alles trinken, alles essen, Alkohol in mich einlassen und geniesse jetzt das einfach. Die kommen sicher mit ein paar Kilometer zurück. Und dann gibt es aber einfach die, die eigentlich ausgeglichen sind und einfach essen, wenn sie halt Hunger haben und sich vielleicht auch so ein bisschen bewegen. Und die kommen meistens eher mit einem tieferen Gewicht heim. Und zwar aus dem einzigen Grund, sie haben weniger Stress. Und je weniger Stress das der Körper in dem Moment hat, desto weniger Glucose braucht er. Und je weniger Glucose braucht er, desto weniger Hunger hat er. Oder ja, auch weniger Lust vielleicht dann auch auf das Süße. Oder ihr könnt längere Essenspausen machen. Und viele haben halt das Gefühl, ja, aber ich bin nur umeinander gelegen und ich habe so ein schlechtes Gewissen. Aber eurem Körper tut das mega, mega gut. Also tut das wirklich nicht unterschätzen. Und darum will ich euch mit dem eigentlich wirklich einfach sagen, es funktioniert nicht für jedes Gleiche. Es gibt Körpertypen, die haben rein von ihrer Genetik sind die nicht gemacht für Stress. Das ist nicht wertend gemeint. Das ist einfach rein von der Anatomie, können sie nicht so viel Stress handeln wie ein anderer Typ. Und durch das kann man diese zwei Ernährungsweisen null miteinander vergleichen, weil die haben völlig andere Bedürfnisse. Und das ist auch richtig so. Und das Spannende ist, meistens, gerade auch bei einer Beratung, wenn ich so eine Kalibermessung mache, wenn ihr mir erzählt, ihr wisst das vorher schon, ihr wisst, auf was ihr Lust habt, ihr wollt es euch einfach verbieten. Und ihr merkt auch, hey, ich habe immer noch mehr Hunger, aber ich esse einfach nichts mehr, weil ich sollte ja nicht. Aber das ist euer Körper, der euch Signal gibt und auf die müsst ihr einfach unbedingt hören. Also, vergleicht euch nicht vergleichen mit Leuten, die einen total anderen Lebensstil wie ihr habt, die eine total andere Genetik haben, sondern schaut, dass ihr das Beste für euch selber herausholen könnt. Versprochen? Gut.
Also, ich wünsche euch ganz einen guten Tag. Danke vielmals, habt ihr zugeschaut bei diesem Video und wir sehen uns beim nächsten wieder. Tschüss!